どうもありがとうございました。それでは、頑張りましょう。Des Antiatomnetzes Trier und es gibt enge Beziehungen zwischen Sayonara Genpatzu und uns und wir haben auch schon zusammen in Metz in Frankreich gemeinsam gegen das Atomkraftwerk Cattenom und gegen Fukushima und so weiter demonstriert. Ich mache es kurz und kompakt. Meine Rede lautet: Lasst uns Apfelbäume pflanzen. Ja, es ist nicht mehr auszuhalten. Die tagtäglichen Horrormeldungen aus Fukushima. Ja, es ist nicht mehr auszuhalten. Die tagtäglichen Meldungen vom Pannenreaktor Cattenom an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich und Deutschland. Ja, wir alle wissen es. Tschernobyl, Fukushima. Und wann geht Cattenom in die Luft? Dennoch, in Japan ist der umfassende Wiedereinstieg in der Atomkraftnutzung beschlossene Sache des Atomdorfes. Das meint, was der Mafia, ja, Vereinigung von Regierungspolitik, des großen Kapitals und der Atomkraftbetreiber. Und es gibt sogar stärker werdende Kräfte in Japan, die eine atomare Bewaffnung von Japan zum Zwecke einer atomaren Selbstverteidigung denken. Dennoch, das französische AKW Cattenom ist der nächste Kandidat für ein Super-GAU. Und soll trotz Pannenserie länger am Netz bleiben. Die bislang auf 40 Jahre begrenzte Laufzeit soll nun um weitere 20 Jahre verlängert werden. Dennoch, in Deutschland laufen immer noch 9 Atomkraftwerke vom Wegausstieg bis zum Jahre 2022. Zeit genug, auch in Deutschland, für einen weiteren Super-GAU. Und überall, in Japan, in Frankreich, in Deutschland, ja, weltweit klammert sich die globale Atomlobby weiterhin an die atomare Nutzung der Atomkraft. Ökonomisch macht das nachweislich keinen Sinn mehr, wenn man die Endlagerkosten des Atommülls einrechnet, wenn man die Super-GAU-Folgekosten berücksichtigt. Warum also weiter das krampfhafte Festhalten an der Atomkraft? Zum einen, der Wissenschaftsirrglaube an die technische Beherrschbarkeit der Natur ist tief erschüttert, aber immer noch nicht gebrochen. Zum anderen, wer Atomkraft hat, der hat potenziell auch die Atomwaffe. Der kann mitspielen im globalen Machtpoker. Was also können wir tun? Martin Luther, der große deutsche Reformator, sagte einmal: Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Dies bedeutet konkret die dezentrale Energiewende, die vielen PV-Anlagen, die Windkrafträder am besten im Bürgerhand, die vielen konkreten, kleinen, praktischen Energiesparmaßnahmen müssen wir voranbringen. Also, liebe Freunde und Freundinnen, viele, viele Äpfelbäume weltweit pflanzen und somit die Energiewende unumkehrbar machen. Denn wir brauchen keine Atomkraftwerke. Wir brauchen keine Atomkraft. Genpatsu, Mataku, Iranai, Kafeheki, Mataku, Iranai. Nein, wir brauchen viele, viele Äpfelbäume. Hier und überall auf unserer Welt.
Nein, wir sind hier, wo wir die Zwingung haben, um zu kämpfen.